Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei ganz besonders helle Betrüger mitgebracht. Es geht wie immer um den Trading-Betrug. Die Leute, die geben einfach nicht auf und der Betrug, der nimmt leider auch nicht ab. Ja, naja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Anrufen heute. Heute sind es wieder zwei an der Zahl und wir fangen direkt mit dem ersten an. Hallo, schönen Tag, Herr Kakifein. Kakifein, ja. Lisa, wie ist am Apparat? Ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Benefit.com. Wie geht's Ihnen? Ja. Und? Herr Kakefein, ich habe gesehen, dass Sie auf unserer Plattform online sind und versuchen, Ihr Konto zu aktivieren. Daher rufe ich an eigentlich, um Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen und mit dem Handel zu beginnen, ne? Okay. Okay, also haben Sie schon einmal Erfahrung im Handel? Plattform oder ist das erste Mal für Sie? Nee, habe ich noch keine Erfahrung mit. Also, warum möchten Sie Geld anlegen? Das ist doch logisch, um Geld zu verdienen. Geld verdienen? Hm. Herr Kakefein, eigentlich, ich kann nicht verstehen. Sind Sie seriös oder nicht? Hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Sie rufen mich an. Ja, Sie sind meine Liste eigentlich, deswegen rufe ich Sie jetzt an, wie gesagt habe. Ja, die Betrüger mit ihrer komischen Frage, ob man seriös ist. Das stellen euch auch eigentlich nur Betrüger am Telefon. Also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendein seriöses Unternehmen, also dass das selbst seriös ist, dass es solche dämlichen Fragen stellt, ob der Kunde seriös ist. Letztendlich geht es ja auch nicht darum, ob der Kunde seriös ist, sondern die tolle Kakerlake ruft uns an. Das heißt, sie muss beweisen, dass sie seriös ist und nicht der Kunde. Und auch schon solche Fragen, warum man sich überhaupt da registriert hat. Wenn ich mich bei einem Finanzunternehmen anmelde, dann geht es wohl um mein Geld und nicht um Spaß und Jux und Dollerei. Das weiß ich nicht. Also die wollen jedes Mal von dem Kunden eigentlich hören, dass er viel Geld verdienen will, damit sie ihn daran dann festhalten können. Einen anderen Grund wird das hier wohl nicht haben. Das ist einfach nur billiger Smalltalk, der überhaupt zu nichts führt. Ja. Also wir können jetzt Ihr Konto sofort aktivieren. Das dauert noch 5 Minuten, nicht so lange. Wenn Sie mit mir Ihr Konto aktivieren, werden Sie sofort von einem professionellen persönlichen Senior Account Manager betreut werden. Danach Sie können mit Ihrem persönlichen Senior Account Manager einen Plan, Gewinnplan machen. Danach Sie können weitermachen. Aha. Okay. Also wie würden Sie Ihre Einzahlung machen? Wie meinen Sie die Frage? Also mit Mastercard oder Visa-Card? Oder Überweisung. Wie müssen Sie Ihre Einzahlung machen? Ich weiß ja nicht mal richtig, was Sie für eine Firma sind. BenefX. Wenn Sie möchten, kann ich buchstabieren. Eigentlich, Sie sind gerade online. Nö. Ich habe die Seite ja schon zu. Okay, Herr Kakefein. Aber wie gesagt habe, Sie sind meine Liste und ich bin Ihre Kontobetreuerin. Ich bin Ihre Liste. Ja. Ach so. Wir sollen Ihr Konto aktivieren. Warum? Herr Kakefein, eigentlich, wie gesagt habe, ich kann nicht verstehen, sind Sie seriös oder nicht? Scheinbar sind Sie ja nicht seriös, so oft wie Sie das fragen. Also Sie haben mir gesagt, ja. Warum? Ja, nein. Sie rufen mich an, also was wollen Sie von mir? Sie rufen mich in meiner Privatsphäre an und fangen hier an, mich vollzuschwurbeln. Ich will gar nichts, Herr Kakefein. Ich bin Ihre Kontobetreuerin und ich würde Sie gerne behilflich sein. Ja, dann finde ich uns aber eine ziemlich schlechte Kontobetreuerin, weil so wie Sie mit den Kunden umgehen, ist ja nicht so nett. Also hier haben wir wirklich wieder eine ganz besondere Kakerlake am Telefon, die wirklich die ganze Zeit versucht, den Kunden eigentlich negativ gegen sich selbst zu stimmen. Eigentlich müsste sie doch versuchen, den Kunden ja bei Laune zu halten. Das ist hier aber nicht der Fall. Vor allem, wie sie überhaupt nicht auf Fragen antwortet und keinen Bock hat, überhaupt irgendwas zu beantworten. Grundsätzlich will sie einfach nur an die Kohle kommen, egal was der Kunde eigentlich will. Da geht's nicht darum, um Kundenservice, um Beratung, um euch irgendwelche Informationen zu geben. Die wollen euch einfach nur das Geld aus der Tasche locken,
sagen. Und mehr hat dieser Anruf überhaupt nicht im Sinn. Aber das merkt man hier auch wieder ganz stark. Sobald man Fragen stellt, worauf die nicht antworten können, ist der Kunde direkt unseriös. Interessant. Nein, nein, ich bin sehr nett eigentlich. Sie sind kein nett. Aha, ja, das ist eine super Interpretationssache, ja. Kann man ja so sehen, wie man will. Dann finden Sie mich halt nicht nett. Herr Kackefein, ich versuche Kackefein. Jetzt meinen Job. Kackefein, ja? Kackefein. Kackefein. Fein. Fein. Ja. Kackefein. Ja. Okay, ich entschuldige mich. Und, können Sie bitte nochmal diese Seite öffnen? Welche? Benefex.com. Kann ich machen, ja. Okay, super schön. Und was macht ihr da so genau auf der Seite? Was sehen Sie jetzt auf der Bildschirm? Na, es ist so eine komische, farbige Seite, ja. Also, ich habe nicht gesehen. Sie sind nicht online. Ich bin jetzt auf der komisch farbigen Seite. Was soll ich mir da angucken? Okay, schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Passwort. Was machen Sie denn da eigentlich genau? Weil ich habe die Seite gar nicht verstanden. Okay, Sie können jetzt auf Deutsch machen. Sie können englische Flagge klicken. Danach, Sie können auf Deutsch machen. Ja, aber jetzt habe ich Sie ja dran. Dann können Sie mir ja ein bisschen erklären, was Sie da so machen. Also, das ist Ihre Konto. Wir können jetzt Ihre Konto kennen. Danach, Sie können ganz einfach Einzahlung machen. Danach, ich werde Ihre Konto sofort aktivieren. Sie können sofort Trades anfangen. Na, verstehe ich nicht. Na, wenn ich jetzt ein Konto schon bei Ihnen habe, dann ist doch das schon aktiv, oder nicht? Nein, nicht aktiv. Deswegen rufe ich Sie jetzt an. Ach so. Und warum ist es nicht aktiv? Also Sie haben nur mit Ihrem E-Mail-Adresse und Handynummer ein Handelskonto registriert. Ohne meine Erlaubnis können Sie Ihr Konto nicht aktivieren. Deswegen bin ich hier, das ist mein Job. Ach so, seit wann braucht man denn dafür eine Erlaubnis? Ja. Das war eine Frage, die man nicht mit Ja beantworten kann. Wie gesagt habe, ohne meine Erlaubnis können Sie Ihr Konto nicht aktivieren. Und die Frage war, warum? Also ich bin Ihre Kontobetreuerin und das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich hier. Mhm. Ja, und was macht man da jetzt so genau da bei Ihnen in der Firma? Das habe ich auch noch nicht so verstanden. Okay, diese Plattform ist Online-Trading-Plattform, Online-Handels-Plattform. Sie können etwas verkaufen oder kaufen. Wenn Sie online sind, können Sie bitte mir Bescheid geben. Ich werde jetzt alles anzeigen. Also ist die Seite so wie eBay? Nein, Benefix. Benefix.com. Ja, aber wenn man da was kaufen und verkaufen kann, dann funktioniert doch das wie eBay, das kann, oder nicht? Das kann zum Beispiel Bitcoin sein, Pfizer, Öl oder Gold oder Silber oder Ethereum. Was ist ein Pfizer? Tesla. Pfizer, haben Sie nicht gehört? Nee, was ist denn das? Okay, also Pfizer gab bekannt eigentlich. Sie haben nicht gehört, das wäre interessant, aber Pfizer gab bekannt, dass das Medikament Paxlovid, also das als Tablette eingenommen werden kann. Und laut neuen Studiendaten, das Risiko von schweren Erkrankungen und Tod bei Hochrisikopatienten um 90% reduziert. Also was kann man also in dieser Situation? Die USA haben 5,3 Milliarden für Pfizer bezahlt und 10 Millionen Medikamente gekauft. Also was bedeutet das? Wenn die USA das Medikament herstellen, bedeutet das, dass es in Zukunft nicht mehr nach Europa verkauft wird. Also ist das eine Drogenfirma oder wie? Herr Kackefein, eigentlich, ich höre meine Stimme. Was ist das? Was meinen Sie? Ich höre meine Stimme. Eine Sekunde. Ich höre meine eigene Stimme. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, dass Ihr Telefon irgendwie kaputt... Haben Sie ein Recording? Haben Sie ein Recording? Was ist denn das? Also können Sie keine auf Englisch, ne? Was? Eine Sekunde. Sie können nicht Englisch. Nö. Aufzeichnung.
Nee. Was ist also das? Also haben Sie Aufzeichnung? Nee. Wie geht das? Soll ich da irgendwie was also, machen oder wie muss ich da was wie installieren? Wie gesagt habe, ich höre meine eigene Stimme, deswegen frage ich. Aber ich verstehe den Zusammenhang nicht, was hat denn das damit zu tun? Herr Kakefee, können Sie bitte Ihr Konto sofort aktivieren, danach ich beende jetzt diese Gespräche. Wie meinen Sie das jetzt? Also haben Sie Ihr Konto einzusteigen oder noch nicht? Na, das wollte ich ja jetzt machen. Also haben Sie ja gesagt, dass ich das will. Eine Sekunde, ich werde jetzt eine E-Mail senden. Was steht da drin? Eine Sekunde. Sie klingen so gestresst. Macht Ihnen der Job keinen Spaß? Hallo? Ich bin hier. Ja. Sie klingen so gestresst. Macht Ihnen da die Arbeit keinen Spaß? Nein. Oh. Warum nicht? Herr Kackefein, ich habe eine E-Mail geschickt. Haben Sie erhalten oder noch nicht? Ach so, warten Sie, da muss ich mal gucken. Was steht denn da drin in der E-Mail? Ja. Was steht denn da drin? Der Titel ist 250 Euro von Lisa. Das steht da in der E-Mail drin, meinen Sie? Mhm. Ja, dann gehe ich mal gucken. E-Mail. Moment, dann muss ich mal an den Computer gehen. Okay. Ihre E-Mail-Adresse ist falsch oder nein. Was? Können Sie bitte kontrollieren, danach können Sie bitte mir Bescheid geben. Was meinen Sie denn? Wenn Sie meine E-Mail erhalten, können Sie bitte mir Bescheid geben. Ach so, ja. Das ist kein Problem. Haben Sie erhalten oder noch nicht? Der Computer fährt gerade hoch. Ich musste den mal neu starten, der ist eingefroren. Was haben Sie gemacht? Na, den Computer gerade gestartet. Okay. Fährt noch hoch. Macht gerade so ein Windows-Update. Und welche Kreditkarte haben Sie? Mastercard oder Visa-Card? Nehmen Sie bitte Ihre Kreditkarte an. Eine Kreditkarte? Da habe ich so eine JBC. JBC? JBC. Okay, das ist Kreditkarte, oder? Ja. Okay. Wo sind Sie gerade? In Deutschland, oder? Ja. Okay. Herr Kakefein, ich habe viele Termine und Kunden. Können Sie bitte schneller machen? Ja. Ich mache so schnell, wie der Computer macht. Okay. Ja, ist ja schön, dass sie viele Kunden hat, aber sie hat ja mich angerufen und da muss sie sich halt eben so viel Zeit nehmen, bis ich dann halt eben fertig bin oder nicht. So läuft's doch eigentlich. Oder man sagt halt grundsätzlich gleich zum Beginn des Gespräches, wie lange man denn Zeit hat, oder man macht einen Termin aus und sagt dann, wie lange man Zeit hat. Und dann ist es ja auch legitim. Ich meine, sie hat's jetzt hier nett gesagt, aber naja, der Hintergrund dahinter ist eigentlich nichts anderes, als dass sie schnell die Provision an allen anderen Kunden noch mitverdienen will, weil sie so langsam merkt, dass das hier viel zu lange dauert und dass sie höchstwahrscheinlich mit mir kein Geld machen wird.
Ja, und dann hat sie halt einfach aufgelegt, obwohl gerade mein Computer so schön hochgefahren ist, den ich hier simuliert habe. Tja, schade, schade. Da hat die Betrügerin keine Lust mehr gehabt. Aber ich habe euch noch einen zweiten Betrüger mitgebracht. Ihr könnt euch vorstellen, der ist auch nicht viel besser. Aber wir hören mal rein. Hallo, schönen guten Tag. Thomas Kowalski am Apparat von Bitcoin System. Ich melde mich wegen Ihren Kryptowährung Handelskonto. Ich bin dabei, Ihnen weiter zu helfen, das Konto zu aktivieren. Ja, und? Hallo? Ja. Okay. Habt ihr Kryptowährung Erfahrung? Nö. Habt ihr etwas mit Handeln Erfahrung? Handeln, ja. Mit was habt ihr Erfahrungen? Wie ist die Frage gemeint? Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Habt ihr Erfahrungen mit Handeln? Ja. Mit was habt ihr Erfahrungen? Wie mit was? Soll ich jetzt die Produkte alle aufzählen oder wie? Mit Forex, Wertpapiere. Nee. Ja, habt ihr bei uns eine Anmeldung gemacht für Kryptowährung? Und ich bin dabei, Ihnen weiterzuhelfen, das Konto zu aktivieren. Aha, wo haben Sie denn Ihre Grammatik her? Die ist ja furchtbar. Hallo, hört ihr mich? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ja. Herr Sebastian. Ja, und weiter? Ja. Herr Sebastian ist ja falsch. Ja, heißt nicht Sebastian, oder? Ja, das ist ein Vorname, aber das ist ja kein Nachname. Okay. Man spricht ja die Leute nicht mit dem Vornamen an. Sebastian Kack. Was? Kackifein. Ja, Kackifein, richtig. Das okay. Heißt dann für Sie demzufolge Herr Kackifein. Ja, unsere deutschen Kollegen sind krank heute, die haben Corona. Ich bin für Englisch. Ich bin ein Amerikaner, deswegen habe ich ein bisschen Grammatikprobleme. Versteht ihr? Sehr interessant. Die deutschsprachigen Kollegen sitzen alle zu Hause und sind krank und dann ruft halt irgendeine Kakerlake an, die gar kein Deutsch kann und versucht es halt einfach mal. Ich glaube, sowas passiert euch in einem seriösen Unternehmen auch nicht. Schon alleine die Aussage an sich ist ja mal mehr als frech. Aber gut, was will man von solchen Kakerlaken auch erwarten, ne? Nicht so richtig, weil dann ruft man ja nicht an, oder? Für mich ist leichter auf Englisch, wenn ihr möchtet. Nö. Okay. Wenn ihr möchtet, ich werde euch, wir haben einen freien Kollege, er ist ein Deutscher. Okay. Ich dachte, die sind gerade alle krank. Ja, wir haben alle Corona. Versteht ihr? Aha. Also Schnupfen. Okay, habt ihr Interesse an ein Kryptowährung-Handelskonto oder nicht? Eine Kryptowährung nicht, nee. Nee. Und wer hat da eine Anmeldung gemacht? Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht mal wo. Wie heißt die Seite? Bitcoin-System. Aha. Ist ja verrückt. Was ist verrückt? Naja, die Anmeldung. Okay. Was ist das verrückt daran? Die Anmeldung selbst. Die Anmeldung selbst? Wieso ist das verrückt? Ja, klingt verrückt, ja. Spannend. Ja, nu? Ja, ich höre euch. Sprechen Sie. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Was ist verrückt daran? Möchtet ihr ein Konto öffnen, oder? Was habe ich davon?
Hallo? Kuckuck. Bleiben Sie auf der Leitung. Ja. Eine Sekunde. Hallo? Ja? Guten Tag. Hallo? Ja, wer ist denn da jetzt? Jetzt ist Dennis Schmidt am Apparat. Spreche ich mich hier Sebastian? Nee. Mit wem spreche ich? Mit Herr Kackifein. Mit wem? Herr Kackifein. Kackifein? Ja. Achso, okay. Und der Vorname ist Sebastian, oder nicht? Ja, aber damit haben Sie mich ja nicht anzusprechen. Achso, okay. Dann weiß ich so Bescheid und ich beschuldige mich für Ihre Störung. Jetzt gibt es etwas im Hintergrund. Was? Es gibt es etwas im Hintergrund. Was ist bei denn? Ihnen? Bei mir im Hintergrund, da ist nichts. Ja. Was das ist denn? Das höre ich meine Stimme. Weiß ich nicht, vielleicht ist das Telefon da bei euch kaputt. Kann sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Ja, Sie nicht, Sie Betrüger. Ja, okay, ist egal. Ja. Danke, wiederhören. Aber ihr habt ja da eh alle Corona, hat ja der Typ gerade erzählt. Und das war's dann ganz spontan mit dem Gespräch. Tja, also was das hier für ein Anruf sein sollte, das kann man sich nur errätseln. Also ich meine, klar, dass das Betrug war, aber Sinn und Verstand hat man hier nicht rausgehört. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann mich gerne auch auf TikTok besuchen. Da gibt es viele kurze Videos. Link findet ihr in der Videobeschreibung oder direkt auf dem Kanalprofil. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.